Hi, ho ihr Lieben, servus und grüßt euch zu einer kleinen Folge Retro-Sehnsucht. Nur eine kleine heute, ja, keine große. Und wir spielen mal wieder ein Spiel von LucasArts. Was heißt mal wieder? Ich glaube, wir haben erst ein Spiel gespielt, das war Star Wars Return of the Jedi 5. Ja, und heute spielen wir Zombies Ate My Neighbors. Dieses Spiel, ja, es hat mich viele Nerven gekostet in meiner Kindheit. Ich finde es aber saugeil und zu zweit haben wir das damals, mein Kollege und ich, nonstop gezockt, also, ja. Es ist echt ein extremst geiles Spiel, muss ich sagen. Kennt vielleicht der eine oder andere, vielleicht auch nicht, weil es ist relativ unbekannt, obwohl es wirklich zu den Perlen des Super Nintendos gehört. Es besteht, also eigentlich ist es der Vorfahre zu Left 4 Dead, wenn man so sehen möchte. Nur, dass man halt hier Cheerleaders und Omis einsammeln muss und Babys. Kleine Babys sammelt man ein und hier so Würstchenmenschen, grillende Würstler. so Würstchengrillende Menschen und Touristen. Keine Puristen, nicht verwechseln, sondern Touristen. Diagonal kann man ausschießen. Aber das ist ein bisschen schwierig mit dem Steuerkreuz runterdrücken. Ich muss hier entlang. Nein, wo ist dieses scheiß Trampolin jetzt hin? Ah, jetzt bin ich hier komplett durcheinander. Drei fehlen noch. Ich hoffe, keiner stirbt. Mir ist noch nie einer gestorben im ersten Level. Da ist ein Trampolin. Da können wir in den Pool springen. Das war ganz schön knapp. Beinahe den Schädel aufgeschlagen am Poolrand. Das wäre nicht so gut. Ja, genau. Man springt vom... Oh, das ist ein Hund. Hund gerettet. Yay. Schnell. Die Cheerleaderin. Beide Cheerleaderin. Und da ist schon die Tür. Da ist das Exit. Wir können hier noch den Feuerlöscher mitnehmen. Ah, genau, mit Select. Nee, mit Start. Irgendwie konnte man die Waffen durchschalten. Ah, hier. Genau, das ist der Feuerlöscher und hier ist meine Wasserspritzpistole. Und in dieser Wasserspritzpistole ist höchstwahrscheinlich... Weihwasser drin oder so, keine Ahnung. All victims saved. Evening of the Undead. Und die Musik ist cool. Oh, hier, die Panzerfaust. Ganz wichtig später für das große Kind. Dieses Riesenbaby, was da als Endgegner auf uns wartet, dann später. Au, shit. Manchmal trifft man einfach nicht, weil das, ja, die Hitbox sozusagen, wenn es überhaupt eine Hitbox gibt, ist halt sehr gering auf dem Zombie drauf. Wie dann immer nur so sein kleiner Schopf rausguckt, das ist witzig. Yay! Würstchengrill gerettet und noch ein bisschen Wasserpistolenzeug aufgesammelt. Munition, obwohl hier ein ganzer Pool ist. Oh, wir brauchen noch einen Schlüssel. Da ist der Schlüssel. So. Da ist nichts drin. Stimmt, man kann die Schränke auch aufmachen. Oh, der Schlüssel passt hier nicht. Ist da in dem Müll irgendwas? Den kann man nicht durchsuchen. Hier sind noch Getränkedosen. Die kann man auch rumschmeißen. Das sind so, die fungieren so quasi als Granaten, Getränkedosen. Hier kommt man irgendwo rein. Hier ist noch ein Schlüssel. Schlüssel sind, glaube ich, generell, später gibt es dann noch farbige Schlüssel, aber jetzt sind die erstmal nur so, Schlüssel ist halt ein Schlüssel für die Tür. Fertig. So wie hier jetzt der Schlüssel eben. Toll, oben wäre offen gewesen. Gibt es noch ein Dings? Ein Dingsbums, ein Bumsdings. Oh nein! Nein! Scheiße, ein Opfer verloren. Hier. Diesen Safari-Menschen verloren. Egal. Nicht schade um ihn. Die Oma retten wir. Ich weiß nicht, das Co-op-Gameplay war sehr schwierig, weil beide auf einem Bildschirm spielen mussten. Und man konnte nicht aus dem Bild raus. Das heißt, es gab kein Splitscreen, sondern halt einfach nur... dieser eine Bildschirm und wenn der eine nach rechts laufen wollte und der andere nach links, dann musste man sich halt da ein bisschen arrangieren. So, der Ding ist offen, der Ausgang, und wir gehen jetzt... Au! Scheiße. Noch nicht da rein. Scheiße. Denn... Scheiße! Ich will noch irgendwas holen. Ich glaube, das hier will ich holen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das hole ich einfach mal. Ich glaube, das ist gut. Hier unten waren wir schon. Wir haben jetzt noch einen Schlüssel. Das heißt, irgendwo können wir noch rein. Und tolle Dinge uns gönnen. Was rede ich hier für einen Blödsinn? Ich habe keine Ahnung. Meine Stimme überschlägt sich. Oh mein Gott. Ich laufe im Kreis. Egal, komm, wir gehen raus. Wir gehen raus hier aus dem Level. Ab ins nächste Level. Halt.
Levelausgang ist dort oben irgendwo. Da hat er sich aufgetan. Da hinten rechts braucht man gar keine Minimap. Die wird eh nicht angezeigt. Auf der Minimap wird eh nicht der Ausgang angezeigt. Also können wir auch einfach hier so den suchen. Was habe ich hier gerade erzählt? Mein Gehirn ist ein bisschen auf Sparflamme heute. Terror in Azel 5. Ah, jetzt sind wir im Einkaufszentrum. Ach du Scheiße! Stirbt! Oh, das ist Baby. Hui! Oh nein! Das sind diese hässlichen Clowns. Diese kleinen Babys, die sind so widerlich. Oh Gott. Ich glaube, die Eiswaffeln sind extremst effektiv gegen diese kleinen Fun Barney-Dings hier. Geröllheimer. Moment, das sind die Schuhe, das ist der Fragezeichentrank. Man kann sich nämlich auch irgendwie in Hulk verwandeln. Nein, ich brauche hier Feuerlöscher erstmal. Oh, das ist noch ein Schlüssel. Sehr schön, dann können wir da drüben rein endlich. Das ist sehr, sehr gut, sehr gut. Oh, was ist hier? Nee, nix Relevantes. Obst. Obst, Obst ist gesund. An apple a day keeps everyone away. Wie der Doktor so schön sagt. Und ich sag gerne, an apple a day keeps everyone away if you're throwing hard enough. Und seht ihr? Äpfel sind gesund, ja. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Oh mein Gott. Hilfe! Gott, ich bin so schnell, dass ich keine Ahnung mehr habe, was ich machen kann. Hilfe! Stirb, du kleines hässliches Baby. Du Zombie, du Wasser... Teufel, Axt, Mensch, Scheiße. Ich bin halber tot. Kann ich mich irgendwie heilen? Oh, take this. Eis ist auch gesund. Zombies mögen kein Eis. Wie viel fehlen noch? 2. Toll. Oioioi. Das gibt's was. Nein, was habe ich gemacht? Das wollte ich doch gar nicht. Egal, jetzt bin ich Hulk. Hua! Lila Hulk vor allem. Der kann nicht runterspringen. Nein, will er nicht. Ich brauche kurz meine Minimap, glaube ich. Hier unten gibt's sonst nichts, oder? Oh, gleich ist hier der Zauber vorbei. Er rennt die Rolltreppen hoch. Da unten ist Heilung. Heilung! Heilung! Oh yeah, war das Heilung? Und das ist noch so ein Clown zum Abschrecken. Und da glitscht irgendwie die Grafik rum. Nein! Der Zauber ist vorbei. Ups, ich habe nochmal sowas getrunken. Scheiße. Egal, das hat Heilung gebracht. Ich wollte hier drücken, ich wollte Waffe wechseln und ich wollte es nicht einsetzen. Uns fehlen noch 2. Scheiße! 2 Scheiße. 2 Opfer. 2 Menschen müssen wir noch retten. Ah, da hinten waren wir noch nicht, glaube ich. Nach dort hinten geht's noch. Huch! Oh, toll. Toll. Kurz vom Ziel wurde eins unserer Geiseln getötet. Ganz toll. Ne, wie heißt das Ding? Opfer. Victim halt. Chainsaw Hatch Maze Mayhem. Ja, ich glaube, jetzt kommt dieses Baby. Oh nein, da kommen die. Take this. Nein, mach die nicht kaputt. Die halten so unglaublich viel aus und machen so unglaublich viel Schaden. Kann man eigentlich nur von rennen. Oh nein, lass die Oma in Ruhe. Lass die Oma in Ruhe. Busfahrer, lass die Kinder in Ruhe. Die kann man gar nicht töten. Die kann man nur außer Gefecht. Ah doch, okay. Puh, ich habe gedacht, die bleiben dann auf dem Boden liegen. Strampeln hier kurz rum wie so ein toter Käfer. Nein, lass die Oma in Ruhe. Oh, das war knapp. Das war knapp. Der war kurz vor der Oma. Da drüben sind noch welche. Oh Gott. Komm her. Ha. Ein gezielter Treffer mit der Panzerfaust und die sind erledigt. Oder auch nicht. Da ist jemand. Ah.
Oh, shit. Da ist irgendwas drin. Kann man das aufsprengen? Da ist ein Getränk drin. Ich glaube, das verwandelt uns zu einem großen Hulk-Modus-Menschen. Uns fehlen immer noch drei. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Jetzt bin ich Hulk. Egal, jetzt boxe ich hier die ganzen kinsigen Typis kaputt. Können mir gar nichts. Haha. Komme ich da durch? Ich muss irgendwie nach dort hinten. Ich muss den Grillmeister retten. Wie komme ich nach dort hinten, bitte? Na, zum Glück komme ich jetzt hier durch die Büsche durch. Easy going. Und da hinten ist der Grillmeister. Hier ist der Grillmeister. Yes, komm schon. Die Tür ist auch kein Hindernis für Turbo Hulk, Lila Hulk, Purple Hulk. Ah, da ist ein Kettensägenmonster drin und ich verwandle mich. Scheiße, da sind zwei. Die knutschen gerade. Stirbt, 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 stirbt. Stirb, stirb. Nein, wieso lebt er wieder? Oh Gott, da sind drei hinter mir her. Hilfe. Ich brauche sowas hier. Haha, ich habe sie ausgetrickst. Zwei fehlen noch. Und jetzt müssen wir hier durch. Baby retten. Einen noch, der ist direkt daneben. Der müsste hier sein. Hier ist die Cheerleaderin. Cheerleaderin und hier oben ist... Oh, wir haben es geschafft. Chaos voll vorbei. Da ist der Ausgang. Oh, wir haben es geschafft. Sehr schön. Und jetzt kommt der Endboss. Das Baby oder so. Ich glaube, das Baby kommt jetzt. Da tanzt so ein Riesenkind rum. Das ist richtig, richtig gruselig. Passwort. Phrynx. More shocking than level 5. Level 6. Pyramid of Fear. Ach nein, jetzt sind wir schon in der Pyramide. Irgendwie ist es seltsam. Hä, da kommt doch irgendwann so das Kind. Hä? Ich glaube, das Kind kommt nach der Pyramide. Oh, die Pyramide ist auf jeden Fall extremst asozial. Das geht hier direkt kaputt. Jetzt können wir nur noch Besteck rumschmeißen. Eine Zombie-Apokalypse muss man alles verwenden, was man hier so finden kann. Na! Ah! Stirb! Und noch ein Archäologe. Archäologe. Hahaha, ich bin 14 Jahre alt und das ist lustig. Archäologe. Archäologe. Ja, ist gut jetzt hier mit den Witzen. Ah, scheiße, da kommen sie. Sie kommen direkt auf uns zu. Ah! Unsere gute alte Wasserspritzpistole. Auf die kann man sich immer verlassen. Ah, scheiße. Oh mein Gott. Nein. Ich komm nicht näher. Komm nicht näher. Oh, wir haben es geschafft. Ah, meine Nase. Noch Zombie. Die sind überall. Überall sind die guten Leute versteckt. Dass diese Touristen auch immer sich in Gefahr begeben müssen. Das ist ja ganz schlimm. Oh Gott, 1000 Mumien. Toll. Das hat nichts gebracht. Haben wir noch ein Medikit? Haben wir. Was ist das? Das Dings. Was? Warum baut es uns zu? Das ist unfair. Und heiliges Kreuz? Stirb! Ah. Nicht schlecht. Ah, ah, heiliges Kreuz. Da gehen immer die Türen zu, wenn wir durchlaufen. Das heißt, irgendwann können wir gar nicht mehr zurück. Toll. Wie sollen wir dann alle retten können? Nein. Oh, shit. Da unten ist noch ein Archäologe. Ist es eine Waffe? Dieses goldene Ding. Ah, wir haben hier noch ein paar Teller. Cool. Nicht so oft da durchlaufen, sonst ist alles weg irgendwann. Da kann man rein, glaube ich. Da ist er. Nein! Du scheiß dreckiger Zombie, du hast den Archäologen auf dem Gewissen. Hm, wieso? Wieso? Ups, einer noch. Komm, wir kriegen den einen auch noch. Nein, nein! Sie sind überall. Ja. Okay, einen noch, einen noch, einen noch, einen noch. Nein, das ist der Ausgang. Da ist noch ein Eingang, das ist ein anderer Eingang.
Oh Gott. Nur Mumien? Mumien! Geh weg! Hilfe! Wo ist der? Links oben, da. Oh, jetzt nur nicht sterben. Jetzt nur nicht sterben, wir haben es geschafft. Yes. Was ist hier? Egal. Scheiß drauf. Wir haben es geschafft. Tada! Zombies at my neighbor. Foot. Achso, nee, das Spiel heißt Zombies ate my neighbor. Also Zombies essen meine Nachbarn. Das ist ein tolles Spiel. Ein toller Titel für dieses Spiel. Dr. Tongus Castle of Terror. Ja, ich würde euch gerne mehr zeigen, allerdings ist die Zeit jetzt auch schon um. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Retro-Sehnsucht. Wenn ihr wollt, dass ich eins der Retro-Sehnsucht-Spiele nochmal durchspiele, schaut in die Playlist hinein und sagt mir, welches ihr sehen wollt. Also, hauen Sie rein, könnt ihr raushauen. Bye!